Wenn er sich gerade nicht mit Wissenschaft beschäftigt, widmet sich der Gentleman Scientist gemeinsam mit seinem Chat Geschichten. Was er dabei erlebt, das erfahrt ihr hier in Gentsy's Journal. Sehr gut. Ein Spinnchen, noch ein Spinnchen. Ein Tüchchen. Wolf, ja, das kommt mal vor. Ups. Oh, wer will noch mal? Wer hat noch nicht? Ich hasse. Ich will alles sprengen. Hui. So. Auch diesen Champion haben wir relativ flott. Dicht. So, jetzt können wir hier den Kreis zumachen. So weit, so schön. Da haben wir auch noch eine Abzweigung vergessen. Die nehmen wir natürlich noch. Ihr kennt mich. Schön, dass ihr euch da hinten unterhaltet, anstatt weiterzukommen. Okay, das war jetzt kurz und schmerzlos. Also hier ist auch dicht. Hier gibt es wahrscheinlich noch so einen kleinen Böppel. Eieiei, na gut. Eine kurze Runde drehen wir noch. Wie rum wir jetzt gehen, ist ja sowieso fast egal. Uns geht der jetzt recht flott. Es gibt ja zum Glück keine Ausdauer mehr wie in Diablo 2. Nur noch diese kurze Einbuchtung. Haben wir einen vergessen? Da liegt noch Gold rum. Es wäre unverzeihlich gewesen, das nicht mitzunehmen. Und hier hat sich das auch schon erledigt. Ja, das war wenig spektakulär, wie erwartet. In Level 2 der Scirocco-Höhle.
und gleich der nächste Champion. Because why not? Das ist noch nicht so weit. Einmal diesen Champion wegsprengen. Champion weggesprengt. Ich kann nicht glauben, dass ihr das geschafft habt. Ja, ich schon. Oh, prächtige Truhe. Das war ja einfach. Was haben wir hier? Neue Armschienen, aber mit schlechterer Erholung. Ah. Also netto nichts Nützliches, aber die Idee war schön. Also noch ein paar Eiersäcke. Das klingt auch irgendwie wie ein Schimpfwort. Du Eiersack! Oh, war natürlich super, dass ich meine Spezialfähigkeit jetzt verbraucht habe. Die jetzt auch ja nicht zur Verfügung habe. Da hat mein Gefährte auch schon wieder zugeschlagen und mir den Allerwertesten gerettet, sonst wäre ich jetzt kaputt gewesen. So. Hui. Die Seelenwandler getötet. Sehr gut, sehr gut. Wo liegt er denn? Offensichtlich einen Ring als Loot gehabt, okay. Er war jetzt offensichtlich auch nicht so wahnsinnig spektakulär. Na gut, dann sind wir in der Höhle wohl fertig. Zurück zum Ausgang. Zack. Und weiter im Text. Truhe. Was muss ich dafür tun? Den wahrscheinlich. Gieriger Minenarbeiter. Was führt euch an einem solchen Ort? Dort unten ist eine Schatzkiste. Haltet mir den Rücken frei, während ich sie heraufhole. Danach können wir uns die Beute teilen. Wer versteckt denn bitte seine Schätze in einer von Dämonen heimgesuchten Grube? Macht euch bereit. Ich hole sie jetzt hoch. Verdammt, sie klemmt. Ich brauche etwas Zeit, um das zu beheben. Ja klar, kein Ding. Mach mal ruhig. So. Soweit. Kein Problem. Ich glaube, ich habe es. Ja, geschafft. So, erstmal den Schamanen killen. Da kommt sie. Da ist sie. Danke. Ich nehme mir meinen
Anteil und ihr könnt den Rest haben. Ich hoffe, ihr seid jemand, der das Beste bis zum Schluss aufhält. So, haben wir es jetzt? Schatz der Nephalem. Ach, du gute Güte. War offensichtlich auch eine Quest, die ich noch nie gemacht hatte. Ich habe einen Erfolg dafür gekriegt. Schließe das Ereignis des Gold des Minenarbeiters ab. Tja, so kann es gehen. Was war da drin? Eine neue Armbrust. Nur Dämonenjäger. Kann er die benutzen? Nee. Neuer magischer Zauberstab, der nicht für uns ist, und ein legendäres Zweihandschwert. Wart ihr schon einmal in Caldeum? Nicht so. Wie meint ihr das? Damals war es eine Geschäftsreise. Das hier ist privat. Aha. So, Zweihandschwert hat etwas weniger Schaden, aber deutlich mehr Zähigkeit. Okay. Ja, muss ich eigentlich schon nehmen. Gut. Das war doch schön. Hat sich ja sogar gelohnt. Monster sprengen. Nicht. 60 erreicht. So, wir könnten mal wieder Runen checken, wa? Fürs Land der Toten gibt es zum Beispiel jetzt das Land der Fülle. Solange Land der Toten aktiv ist, werden die um 2% das maximale Lebensgehalt, wenn ihr gegen einen Gegner tötet. Ist ja nicht ganz uninteressant, so grundsätzlich, ne? Pro 10 getöteten Gegner wird die Dauer um jeweils eine Sekunde verlängert, maximal um 2 Sekunden. Das finde ich halt nicht uninteressant, das können wir mal ausprobieren. Das ist zwar schon älter, hatten wir aber offensichtlich übersehen. Was gibt es hier noch? Simulacrum hat jetzt Reservoir. Aktives Simulacrum erhöht auch maximal erstmal zu 100%. Und wenn ihr einen Todesstoß erleidet, während euer Simulacrum aktiv ist, opfert sich stattdessen das Simulacrum und heilt euch vollständig. Auch nicht uninteressant. Was haben wir hier? Verbotene Schöpfung. Eure Diener erhalten 200% eures Dornenschadens. Okay. Ich habe aber gar keinen Dornenschaden. Was machen wir denn jetzt? Schön. Dornenschaden bedeutet halt immer, ich werde gehauen. Das möchte ich ja eigentlich gar nicht. Weiter. Ich glaube, es ist an der Zeit, dass ihr meine wahre Geschichte erfahrt. Aha. Ich bin nicht aus Caldeum. Ich habe diese Zauber vor 1500 Jahren gelernt. Meine Schwestern und ich hatten uns einem Mann von großer Macht verschrieben. Wir nannten ihn den Propheten. Er hat uns ausgebildet und in einen magischen Schlaf versetzt, damit wir in dieser Zeit erwachen. Ich soll die Invasion der Herrscher der Höllen verhindern. Der Prophet? Ich habe noch nie von solch einer Person gehört. Aber eure Hilfe nehme ich gern an. Okay. Nee, wir bleiben beim Schurken.
Viel mehr Erholung und ein bisschen Zähigkeit, dafür viel, viel weniger Schaden. Nein, danke. Ich möchte wirklich die... Und nun zum Außenposten von Kasim. Hoffentlich gibt es dort ein paar leicht bekleidete Damen, die uns willkommen heißen. Durch die Einhandwaffen werden sich erst wieder lohnen, wenn wir ein ordentliches Flugzeug gefunden haben. So, jetzt zeigt mal die flotten Angriffe, die ihr so toll findet. Oh. Gut, einmal die Champions weggesprengt. Wir müssen da einmal kurz drüben den Wegpunkt aktivieren. So, nur so um sicher zu gehen. Ah, das lohnt sich hier schon. Ah, davon würde ich mal die Finger lassen. Ich würde auch hier den... Wir haben so viel Zähigkeit, ich würde ehrlich gesagt den Schaden mitnehmen. Wie gesagt, das Letzte, was wir brauchen, ist ein Totenbeschwörer mit Tankbild. Da muss ich, glaube ich, aufpassen, dass ich mich da nicht völlig vertüddel. Was ist das hier? Kiste. Okay. Na gut. Gut, ne? Geschenkter Gaul und so. Da haben wir hier schon mal ein Phylakterium. Jetzt so prinzipiell. Schaden 101. Aber wir kommen nicht mal auf die Hälfte, selbst mit dem Phylakterium. Okay. Und noch eine Kiste. Da war ein Diamant dabei, sehr gut. Hier. Ein verlassener Keller. Zu Hause? Bitte fress mich nicht. Ich mag furchterregend aussehen, aber ich bin hier, um zu helfen. Komm heraus. Oh, hast du dir eine Höhle gebaut? Einer von den bösen Menschen. Oder vielleicht sogar ein Dämon. Sie haben meinen Vater getötet. Aber dieses Geschäft werden sie mir nicht nehmen können. Er war ein großer Händler. Ich werde immer genauso sein wie er. Es ist nicht leicht, auf sich selbst gestellt zu sein, wenn man jung ist. Aber du scheinst dich schon jetzt besser zu schlagen als ich damals.
Kultisten haben uns vor ungefähr einer Woche gefunden. Mama hat gesagt, ich soll mich verstecken. Ich war immer gut im Verstecken. Mich haben sie nie gefunden, weil ich mir immer die Stellen ausgesucht habe, wo keiner nachgeschaut hat. Dann haben sie meine Eltern weggebracht. Ich kann sie immer noch schreien hören. Also, jetzt mal ganz blöd gefragt, darum geht's irgendwie so beim Verstecken, oder? Sich an einem Ort zu verstecken, wo keiner nachguckt. Oder nicht? Also, hä? Okay. Warum nicht? Ich bin hier, um zu helfen. Komm raus. Ja. Man muss halt nur vertrauenswürdig klingen. Dann passt das schon. Euer Grab ruft nach euch. Ja, ich habe das gemerkt, dass du wieder da bist, Beans Dragon. Ich hätte mich jetzt nicht damit gerechnet, dass dein Hund geschrieben hat. So. Oh, sehr gut, dass wir diese Quest haben. Dies ist, wenn ich mich nicht irre, der Totenbeschwörer aus Diablo 2. Du dachtest, ich hätte Diablo 3 schon durch? Nee, bei 2 sind wir durch, bei 3 noch nicht. Horizont, die unbedingt gerettet werden muss? Oder nur eine Fata Morgana? Hat eure Fantasie nichts Interessanteres zu bieten, Lyndon? Seid gegrüßt, Meister Methan. Was habt ihr hier entdeckt? Mächtige Geister suchen diese Ruinen heim. Ich war nicht stark genug, sie zu besiegen, aber ich konnte sie einsperren. Ich fürchte, der Kult, der die Region heimsucht, wird versuchen, sie für ihre lästerlichen Zwecke zu missbrauchen. Wenn ihr es wagt, könnt ihr versuchen, sie zur Ruhe zu betten. Aktiviert die Totems, um die Geister freizulassen und... seid auf einen Kampf vorbereitet. Na dann. Tödlicher Spuck. Oh nein. War es das jetzt oder ist noch einer weggeflogen? Da ist noch einer. Könnt ihr ihre wütenden Stimmen hören? Es verbleiben noch immer einige von ihnen. Nur noch eins. Na dann los. Stimmen schwinden. Die Geister dieses Ortes beruhigen sich. Nun kann ich beginnen, sie zu befreien. Das Heulen der Geister lässt nach. Ihr habt ihnen Ruhe verschafft. Halt! Hört ihr das? Der Zirkel! Oh nein! Dann muss schnell alles gesprengt werden. Kein Problem, dass explodierende Körperteile nicht lösen. Wir haben die Pläne des Zirkels vereitelt, aber ich befürchte, sie werden noch andere, dunklere Mächte finden, derer sie sich bedienen können. Habt Dank und geht mit dem Segen Rathmars. Oh, die Schuhe sind cool. Tagebuch eines Totenbeschwörers. Vor 20 Jahren ist mein Mentor den Mächten des Bösen gegenübergetreten und siegreich aus der Auseinandersetzung hervorgegangen. Ah. Ich werde seine Leistungen nie übertreffen können, aber ich werde versuchen, die wütenden Mächte, die drohen, diese Welt zu zerreißen, wieder ins Gleichgewicht zu bringen. In der Nähe von Caldeum sind die Geister ruhelos. Ich muss sie besänftigen.
Also es war nicht der Totenbeschwörer aus Diablo 2, es war dem sein Schüler. Wie es so schön heißt. Euer Graf, ich brauche Heilung. Oh, ich sehe gerade, da muss der Schurke zugreifen, ansonsten wären wir da an der Stelle draufgegangen. Wenn ich nicht ganz begriffen habe, an was. Unspannend. Okay, Bossmonster, der da. Einmal los. Dafür habe ich keinen Platz mehr. Oh nein! Na gut, dann gehen wir jetzt einmal hoch, würde ich sagen. Ich muss zurückkehren. Was bleibt uns anderes übrig? Einmal Inventar aufräumen. Neue Waren, seht sie euch an. Ihr werdet nicht enttäuscht sein. So. Besser für ihn. Oh, gut. Oh, gut. Kann er nicht benutzen. Mal mehr von. Und hier. Gut. Dann raus damit. Steine gefunden. Alleine 5 Diamanten. Krasser Shit. Hat sich hier irgendetwas verändert? Das letzte Mal, dass ich hier durchgekommen bin, war kurz nachdem ich Mira getroffen habe. Sie wollte anhalten und die Stadt sehen, aber ich habe sie überredet, weiterzureisen. Meine guten Erinnerungen an Caldeum fühlen sich an, als würde ich das Leben von jemand anderem betrachten. Ich werde froh sein, wenn wir von hier weg sind. Edric scheint sich hier wirklich nicht sonderlich wohl zu fühlen. Mit wem kann man hier noch quatschen? Ah, mit dem Templer. Ich habe über das nachgedacht, worüber wir geredet haben. Und ihr habt recht. Ich weiß kaum mehr über meine Vergangenheit als das, was der Orden mir gesagt hat. Aber was macht das schon? Seht doch, was sie für mich getan haben. Sie haben mich in eine lebendige Waffe verwandelt. Ein Licht gegen die Finsternis. Unwissenheit wird euch nicht dabei helfen, eurer Sache zu dienen. Sucht nach der Wahrheit, Cormac.
Ich wüsste gar nicht, wie ich anfangen soll. Wie soll ich Erinnerungen suchen, die mir genommen worden sind? Sucht nach Hinweisen, nach allem, was mit den Templern zu tun haben könnte. Vielleicht habt ihr recht. Ich werde einen Weg finden, meine Erinnerungen zurückzugewinnen und meinen Orden zu entlasten. Das klingt sehr klug, Cormac, denn mal ganz ehrlich, Erinnerungen klauen ist nicht cool. Mir ist eine Möglichkeit eingefallen, meine verlorenen Erinnerungen zurückzubekommen. Aber sie ist gefährlich. Ich muss euch bitten, mir etwas zu versprechen. Sollte ich rückfällig werden, worin auch immer meine alten Sünden bestanden, müsst ihr mich töten, so wie ich Yonda getötet habe. Wenn das euer Wunsch ist. Ich habe ein Tagebuch bei Yondas Leiche gefunden, geschrieben in einer uralten Geheimschrift der Templer. Ich kann es übersetzen, aber das wird etwas Zeit in Anspruch nehmen. Vielleicht finde ich Hinweise auf meine Vergangenheit, wenn ich mehr über seinen Verrat lerne. Er scheint mir vernünftig, aber irgendetwas beunruhigt euch bei der Sache. Yonda war einst ein Mann des Glaubens, der dem Templerorden die Treue geschworen hatte. Was, wenn er etwas entdeckt hat, das dazu führte, dass er sich selbst verraten hat? Es macht keinen Unterschied. Ich muss es trotzdem tun. Oh, wie Sinnkrise.